Digital Starters versus SharePoint. Und ich würde sagen, wir steigen unmittelbar ein in die Präsentation. Ich möchte mich zunächst vorstellen. Ich glaube, man kann es hören. Wir sind aus Österreich. Ich versuche trotzdem Deutsch zu sprechen. Ich hoffe, es gelingt mir und man kann mich halbwegs verstehen. Mein Name ist Gerald Werner. Ich bin Gründer der Firma SmartPoint und Mitglied der Geschäftsleitung. Und ich verantworte den Bereich Digital Workplace Services. Und ja, bin selbst SharePoint-Evangelist der ersten Stunde, mittlerweile seit 20 Jahren. Und vertrete sozusagen hier diesen SharePoint-Bereich. Und mein Kollege, der dann später dazustoßen wird, der Peter Kubisch, ist sozusagen hier im Team Staffbase. Und wir wollen heute einen Vergleich machen zwischen diesen beiden Produkten, etwas die Historie beleuchten, wie es zu diesem Battle überhaupt gekommen ist. Und ja, in Deutschland ist ja die Kanzlerfrage mittlerweile geklärt. Ich hoffe, dass wir heute die Internetfrage klären oder zumindest etwas näher kommen können. Gut, bevor wir starten, eine ganz kurze Einführung in unser Unternehmen. Wir sind seit 2007 am Markt und begleiten unsere Kunden bei der Einführung von Unternehmenslösungen. Wir haben 2007 gegründet, sind in Österreich vertreten, in Linz, Wien und in Graz. Und seit mittlerweile fast 4 Jahren sind wir Teil der Bechtle-Gruppe. Ich glaube, Bechtle ist in Deutschland, muss man nicht näher vorstellen, ist wahrscheinlich sehr gut bekannt. Gut, noch ganz kurz zu unseren Geschäftsbereichen. Das ist jetzt nur ein Auszug davon, aber warum bin ich heute hier? Ich verantworte den Bereich Digital Workplace Services in der Mitte. Ich würde sagen, dieser Bereich, wo wir uns speziell mit SharePoint, Internet und auch Mitarbeiter-Apps beschäftigen. Auch mit Staffbase natürlich. Daneben haben wir auch noch ein Team, einen Bereich, der sich mit CEM beschäftigt, Customer Engagement, hier auch auf Microsoft-Basis mit Dynamics 365 und eine hauseigene Agentur mit /Bolt, wo wir uns das Thema User Experience, User Interface Design und Branding auch selbst sozusagen bedienen können und wir nutzen das gerne in all unseren Projekten. Dann würde ich sagen, bevor wir in das Battle beginnen und die Fragen klären, eine kurze Historie zum Thema Microsoft 365 und SharePoint. Und ich habe es vorher schon erwähnt, SharePoint feiert tatsächlich 20. Geburtstag. Am 27. März 2001 ist es gelauncht worden. Und Peter ist an Bord. Hallo Peter. Hallo. Gut, also wir waren bei der SharePoint-Historie, 20 Jahre. Gibt es das Teil mittlerweile und da gibt es auch eine sehr nette Grafik, auch wie sich das entwickelt hat über die Jahre hinweg. Man braucht das jetzt nicht im Detail durchgehen natürlich, aber man sieht, das ist wirklich schon eine tolle Historie, die Microsoft hier mit SharePoint hingelegt hat. Ich möchte aber trotzdem 2 Versionen etwas herausheben, weil ich glaube, dass diese beiden Versionen ja schon wegbereitend waren. Das erste, was ich präsentieren möchte, SharePoint 2010, Wahlfolie auch von uns damals. Und so auch, wie Microsoft SharePoint präsentiert hat, nämlich als Business Collaboration Plattform. Und wie man doch sieht, sind wirklich sehr, sehr viele Teilbereiche eines Intranets mit SharePoint damals schon abgedeckt. Wir haben Content Management, wir hatten auch Communities, also erste Berührungspunkte mit Social Intranet. Wir haben das Thema Search immer dabei, aber auch mit Insights, Analysewerkzeuge und auch Workflows. Und SharePoint 2010, würde ich sagen, hat Microsoft hier den Siegeszug auch gestartet in Richtung Intranet-Systeme. Also 2010 war, glaube ich, wirklich der Wegbereiter für Intranet-Systeme mit SharePoint. Und das ist dann immer mehr geworden. Und so wie wir auch die SharePoint-Welt immer präsentiert haben, seit 2013 bis, würde ich sagen, so vor 2 Jahren, ist diese Folie. Wir haben immer in diesem Bereich von Content Management gehabt, Top-Down Information, News Information, Dokumenten Management, Search. Ein sehr großer Teil immer bei SharePoint ist das Collaboration. Das heißt Projekt- und Teamräume, auch Social Collaboration, Wissensmanagement war immer ein Teil jedes Intranet-Systems. Und wir haben das auch sehr oft ergänzt. Die Plattform eignet sich auch sehr gut, um Applikationen und Services hier mit SharePoint im Intranet-System abzubilden.
Ich würde sagen, das war wirklich die heile Welt. Wir haben sehr viele erfolgreiche Intranets damit umsetzen können, auch wirklich große mit Mehrsprachigkeit, auch mit Personalisierung. Würde ich sagen, eine, ja, die wirklich gute heile Welt, kann man sagen, im SharePoint-Umfeld. Aber wo ist dann das Problem? Warum diskutieren wir heute über SharePoint versus Talkbase? Und da kommen jetzt die Kommunikatoren ins Spiel. Das heißt, die Gäste heute hier sind ja großteils auch Kommunikatoren und wir haben auch gesehen in unserer Beratung, dass sich unsere Ansprechpartner geändert haben. Früher ganz klassisch mit IT-Leiter und IT-Fachbereich und später dann sind immer mehr Kommunikatoren auch unsere Ansprechpartner geworden. Und ja, man muss es einfach sagen, damit haben sich auch die Anforderungen gesteigert. Und plötzlich haben wir mehr über Usability, mehr über Design gesprochen. Die Personalisierungsmöglichkeiten waren oft nicht ausreichend. Die musste man auch noch mehr machen. Ja. Wir haben immer das Problem gehabt, auch mit Blue-Collar-Worker. Wie kann man die einbinden? Das System von Microsoft ist trotzdem auch eher ausgelegt auf User, die einen Active Directory-Account haben. Und das haben einfach nicht alle Mitarbeiter. Letztendlich auch das Thema Auswertungen. Man möchte auch wissen, was das bringt, wenn man hier Content publiziert. Und mobiler Zugriff, externer Zugriff, responsive Designs, lauter Schlagwörter, ich brauche das nicht näher auszuführen. Aber de facto kann man sagen, dass diese Anwendung eigentlich mit dem SharePoint so bis 2019 wirklich nur schwer umsetzbar waren oder mit entsprechendem Aufwand. Und daher glaube ich schon, dass das auch Wegbereiter war, würde ich sagen, für entsprechende Mitarbeiter-Apps wie auch Staffbase. Ja, was ist dann passiert? 2020? Die Cloud hat zugeschlagen, kann man sagen, Microsoft 365. Und ja, das Glücksrad, wie man das auch oft auch nennt, sozusagen. Man kennt das früher, war das ein Tool, SharePoint, jetzt sind es einfach ganz, ganz viele Services. Und Microsoft hat hier massiv investiert in diese Cloud-Infrastruktur, in diesen digitalen Arbeitsplatz und ein wirklich tolles Paket geschnürt. Und zwei Dinge möchte ich hier hervorheben. Einerseits Microsoft Teams. Ich glaube, ist allen bekannt, durch die Corona-Krise würde ich sagen, einfach ja, das Tool auch für interne Kommunikation im Sinne von Face-to-Face und Videokonferencing. Und was heuer dazugekommen ist, ist auch Microsoft Viva 2021. Und dazu kommen wir dann später noch etwas im Detail dazu. Gut, diese Folie, glaube ich, brauche ich auch nicht erklären, ist sicher schon heute irgendwann einmal vorgestellt worden. Aber ich finde sie nach wie vor wirklich extrem gut und das beschreibt eigentlich auch so diese Historie von SharePoint. Früher, vor 5 Jahren in der guten Welt, sozusagen in der heilen SharePoint-Welt, war das die Internetplattform. Und jetzt, und das spüren wir natürlich sehr deutlich, ist einfach die Nachfrage mehr Richtung diesen Cloud-Office-Plattformen wie Teams. Das Thema Internet auf SharePoint geht zurück und das Thema Employee Experience Plattform, das bekommt immer, immer mehr an Bedeutung und wird quasi mit diesen Cloud Office Plattformen. Und daher ist es wirklich ja, aktueller denn je zuvor, würde ich sagen, dass wir hier über diese Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Produkten oder die Koexistenz auch sprechen. Gut, dann Peter, möchte ich jetzt an dich übergeben und genau. Ja, auch von mir willkommen. Ein paar Worte zu mir. Ich bin seit jetzt über 6 Jahren Staffbase-Partner in Österreich und seit 2 Jahren gemeinsam mit Smartpoint unterwegs. Deswegen bin ich sozusagen die Staffbase-Seite bei diesem Vortrag im Vergleich zum SharePoint-Evangelisten, dem lieben Gerald. Ist Staffbase wirklich das neue SharePoint? Staffbase hat ja von Beginn weg gesagt, was wir schnell erreichen wollen, ist jeden zu erreichen und das nicht nur gebrandet, sondern auch, und deswegen bin ich als Nicht-ITler, ich sage das immer wieder, glaube ich, doch relativ erfolgreich in Österreich unterwegs. Wir haben jetzt 20 schöne Kunden, dass wir da mit den Lösungen von Staffbase das gut abdecken können. Ja, die auf der nächsten Seite. Ihr Interessenten oder Sie als Interessenten von Staffbase kennen natürlich die Lösungen, die Staffbase jetzt bietet. Das ist das Staffbase Now. Das haben wir in Österreich zum Beispiel bei einer sehr großen Krankenhauseinrichtung mit 26.000 Leuten untergebracht, innerhalb von 3 Tagen. Eine coole Success Story. Die klassische Mitarbeiter-App und das immer mehr auch in Österreich erfolgreiche Intranet. Und da sind wir beim Thema.
Die Grundfrage, und das ist für die Kommunikatoren natürlich nichts Neues, aber auch für IT-Leute, was braucht der Kunde? Ich war früher lange selber in Konzernen und da war die IT oft so, wir sagen, was ihr braucht. Inzwischen, glaube ich, ist es manchmal schon umgekehrt, dass mehr gefragt wird, was braucht der Kunde? Und für das, was an Anforderungen besteht, kann Staffbase, glaube ich, und ich betone das immer wieder, in Kombination mit Microsoft, SharePoint, Teams und so weiter, eine wirklich tolle Lösung finden, um den einzelnen Usern einfach eine tolle Kommunikationslösung zu bieten. Und um das geht es, glaube ich, am Ende des Tages. Wenn wir vorher das Glücksrad von dir, Gerald, gesehen haben, da muss einmal ein normaler Standard-User, wie ich es war sozusagen im Konzern, früher in einem Autokonzern, einmal zurechtfinden, was gibt es denn alles und was brauche ich. Das ist dann eine Compliance-Bedarf, wer was wie verwenden soll, das ist auch hinlänglich bekannt. Ich glaube schon, dass Staffbase eine Intranet-Lösung bietet, die Sinn macht, die effizient ist und die das Tolle, nämlich das Collaboration, Dokumente bearbeiten und so weiter, was Staffbase eben jetzt nicht kann, einbinden kann in eine gemeinsame Oberfläche, wo sich der User, und ich betone es immer wieder, gut zurechtfindet. Da sehen wir noch einmal das, was Gerald auch schon gezeigt hat, ein bisschen größer. Auch das eine gute Darstellung. Das gemeinsame Arbeiten an Dokumenten, an Teams hineinholen über ein Active Directory, ein SAP und wie immer sie heißen, über Dokumente ablegen und so weiter. Das passiert auch wahrscheinlich in den nächsten Jahrzehnten oder Jahren hauptsächlich wahrscheinlich über das, was Microsoft bietet. Also dieses Zusammenarbeiten und dieses Zusammen, das Wir-Gefühl, das sich gut fühlen in einem Kommunikationstool, das kann zumindest jetzt Staffbase besonders gut, auch wenn Viva, und wie du gesagt hast, wir kommen dann eh noch kurz zu Viva, da natürlich jetzt schon reagiert drauf und sicher auch sieht, wie erfolgreich Staffbase und andere auch sind, dass da was zu tun ist. Aber das ist ein sowohl als auch und nicht ein Entweder-Oder, glaube ich. Genau. Gut, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, Fragen, die wir von unseren Kunden eigentlich immer wieder bekommen in den letzten Wochen und Monaten und auf die möchten wir jetzt etwas eingehen. Genau, das heißt, wir haben wirklich einige Fragen. Wir kommen oft mit SharePoint oder mit Staffbase hin und werden immer gefragt, ja, brauche ich das eine dann noch oder brauche ich das andere oder brauche ich beide? Und wir wollen jetzt mit diesen Fragen uns quasi etwas annähern. Und gut, auch die erste Frage. Entschuldigung, Gerald, wenn ich da hineinfalle. Auch wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Fragen haben, bitte schreiben. Wir können das auch gleich dann beantworten. Nicht? Genau. Was wir davon denken. Genau. Gut, erste Frage an dich, Peter. Braucht man eine Mitarbeiter-App? Naja, also ich glaube schon, vor allem für Unternehmen, die nach wie vor viele Leute draußen haben, sozusagen am Feld, in den Fabriken oder wo sonst immer. Das ist ja noch immer das Thema bei Microsoft, dass es relativ teuer wird und aufwendig, wenn man das gesamte Spektrum an Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Boot holen will. Das ist mal für mich das Hauptthema. Was mir so gefällt und deswegen gefällt mir auch Staffbase als Produkt zu verkaufen, es ist einfach umsetzbar, also sowohl für die Redakteure als auch für den Admin und vor allem für die User. Es ist durch sein Full Branding, und das sehe ich immer wieder, auch bei den ersten Präsentationen, die das Thema noch nicht so kennen, wenn man ihnen dann sagt, die App ist und auch das Intranet ist voll im Firmenlogo, Firmenbranding, Farbe, Schrifttyp und so weiter und so weiter. Das ist einmal so der kleine Aha-Effekt. Es ist sehr gut strukturiert. Natürlich kann man auch vollkommen klarerweise auch ein SharePoint und ein Team super strukturieren. Das ist immer das Gleiche. Wenn die Regeln nicht eingehalten werden, ist Chaos bald vorhanden. Aber das wissen viele Teams-User wahrscheinlich, inklusive wir, dass man für jede Leberkäse-Semmel inzwischen eine eigene Teams-Gruppe aufmacht. Das kann aber auch woanders passieren. Und was mir halt auch von den Kundenfeedbacks gefällt, dieses Staffbase sagt, dieses Passende, also individuell
für meine Usergruppe, für meine Zielgruppe, für meinen Standort, für meine Abteilung, wo immer. Und das geht halt sehr einfach in Staffbase. Das geht natürlich auch in SharePoint, aber doch etwas aufwendiger. Und ja, und diese Zusammenfassung, und man darf nicht vergessen, Staffbase hat natürlich, also neue Tools, unter Anführungszeichen, Staffbase ist jetzt auch schon 6,5 Jahre unterwegs oder bald 7 Jahre. Sie haben natürlich auf der grünen Wiese angefangen und gesagt, unser Thema ist Mobile First. Einfach, schnell erreichbar, easy to use und individuell gebrandet. Ein Tool, das sich so lange und intensiv weiterentwickelt hat wie SharePoint, sieht man natürlich, dass gewisse Sachen noch mitgezogen werden, so wie ich es das sagen würde. Und was halt auch jetzt, das hast du aber schon erwähnt, das kann natürlich auch eine Microsoft-Umgebung, die sehr starke Analysefunktion. Ist das, und am Ende des Tages fragt irgendwann der CFO oder der CEO, jetzt haben wir da so und so viel 1.000 Euro investiert, was bringt das Ganze? Und das hat halt Staffbase auch sehr viel coole Tools entwickelt, zu sehen, ist das, was wir gekauft haben, auch wirklich effizient und wird das benutzt von Usern? Oder ist es nur ein nice to have und wir haben jetzt auch eine Mitarbeiter-App, weil man hat jetzt eine? Das glaube ich eben nicht. Das ist für das ist es dann doch zu teuer, unter Anführungszeichen. Man muss sich da schon gut überlegen und dann kann man es auch Proof of Concept sozusagen sehen, was bringt das Ganze. Ich habe da eine Frage, wir werden dabei noch Mitarbeiter, ist die Frage auf, wir werden dabei die Non-Desk-Mitarbeiter eingebunden in Staffbase, nehme ich jetzt an. Ja, die werden, die einzige Vorgabe ist ein Smartphone, welchen Typs auch immer. Man braucht keine Firmenlizenzen von Microsoft oder sonst was. Man holt sich die App im App Store runter, aber das ist, wenn das die Frage auf Staffbase bezieht, einzige Vorgabe für eine Mitarbeiter-App, ein Smartphone und dann rennt das Ding. Genau. Ja. Da muss man wirklich sagen, dass die Einbindung gerade von den Non-Desk-Workers einfach mit Staffbase wirklich, wirklich sehr gut funktioniert und out of the box funktioniert. Und bei Microsoft haben wir immer sofort das Lizenzthema. Ja. Es gibt natürlich spezielle Lizenzen auch für Non-Desk-Worker, aber trotzdem fühlt es sich wie in vielen dieser Aspekte, die du angesprochen hast, Peter, einfach Staffbase viel, viel runder an und durchdachter. Und genau, man merkt es wirklich, du hast es genau richtig erkannt, das wurde genau für diesen Zweck konzipiert, im Gegensatz zu SharePoint mit dieser langen Historie, die wir vorher gesehen haben, ist auch gewachsen. Und ja, das merkt man natürlich auch. Ja. Gut. Ja, eine Frage, die ich recht häufig bekomme, ist, kann Microsoft Teams ein Intranet ersetzen? Ja. Ich nehme an, dass sehr viele von Ihnen Teams entweder selbst in Verwendung haben oder zumindest wahrscheinlich von anderen Geschäftspartnern irgendwann einmal zu einer Teams-Konferenz eingeladen wurden. Und natürlich liegt es dann auch nahe, die Frage, warum brauche ich denn auch SharePoint oder vielleicht warum brauche ich denn auch ein Staffbase, wenn ich das alles in Teams auch machen kann. Und die Frage kann man eigentlich beantworten, indem man sagen kann, nein, Microsoft Teams kann ein Intranet nicht ersetzen, aber kann Teile eines. Und das ist auch das, was wir momentan in unseren Projekten spüren, dass wir dieses klassische Collaboration, wie wir das früher im SharePoint gemacht haben, also mit Team-Sites oder mit Projekt-Sites, diese Collaboration verlagert sich eigentlich mittlerweile zu 100% in Teams rein. Und das macht auch Sinn, weil Teams im Grunde genommen aus meiner Sicht eher dazu gebaut wird, Outlook künftig zu ersetzen. Ja, Mails werden immer mehr in den Hintergrund getrieben und früher hat man gesagt, man macht in der Früh das Outlook auf oder den Mail-Client auf. Jetzt, glaube ich, ist es so, in der Früh mache ich als erstes das Teams auf, ja, weil dort spielt sich meine tägliche Arbeit ab. Und daher liegt es auch nahe, dass sowohl Microsoft als auch Staffbase hier einen ähnlichen Ansatz verfolgen, nämlich jenen, wir bringen das Intranet in Teams rein. Ja. Was wir hier jetzt sehen, ist ein Screenshot, wie man ein SharePoint-Intranet in Teams einbettet, nämlich als eigene App auf der linken Seite. Und es fühlt sich dann an wie ein Intranet, ist aber sozusagen hier in Teams integriert. Und genau dasselbe, Peter, gibt es auch von Staffbase. Genau, also das ist auch noch eine Integration, wie du sagst, von Teams, wo Staffbase in Teams hineingeholt wird.
Wie wir hier sehen, also das Layout, das Design ist ja sehr ähnlich, auch wieder fokussiert auf den User. Was will der sehen? Bewegte Bilder, viele Bilder ist wichtig, spricht auch die Emotionen an. Und wenn wir auf die nächste Seite gehen, wir haben nämlich schon 15.32 Uhr, auch hier umgekehrt eine Intranet-Lösung von Stuffbase, wo es umgekehrt ist. Ich hole mir hier die Teams-Widgets zum Beispiel hinein, Yammer oder was immer ich machen will. Und das Ganze natürlich kann ich auch machen, individualisiert, wie vorher gesagt wurde, auch auf die einzelnen Standorte, Gruppen und so weiter. Eine Frage war noch, Stuffbase wird nach Lizenzen abgerechnet? Ja, natürlich, eingeladene User, klarerweise. Ja, du bist wieder, oder gehen wir da drüber? Wohin entwickelt sich SharePoint, Gerald? Ja, spannende Frage. Gerade für mich quasi als SharePoint-Evangelist muss ich sagen, wir verfolgen den Markt natürlich sehr intensiv. Und man muss aber eines wirklich festhalten, SharePoint ist nach wie vor das Produkt im Bereich Content Services. Auch wenn es etwas von der Oberfläche in den Hintergrund rückt, so ist es doch die Basis für Microsoft Teams, für Viva und andere Microsoft-Produkte. Das heißt, SharePoint ist absolut die Basis für sehr, sehr viele von diesen Tools. Also Sie können Teams zum Beispiel nicht ohne SharePoint nutzen. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, aber Teams basiert sozusagen hier auch auf SharePoint. Eines möchte ich hier noch erwähnen. On-Premise hat sich sozusagen aufgesplittet auf diese vielen tollen Services in der Cloud, und eins möchte ich noch hervorheben, das ist die Microsoft Power Platform. Das ist sozusagen auch die Ziel oder die Antwort auf Low-Code-Applikationen im Microsoft-Umfeld und eine wirklich sehr tolle Plattform, um hier Applikationen zu entwickeln. Also auch das wurde vom SharePoint quasi rausgelöst und in einen extra Service gepackt. Gut, wir müssen wirklich etwas auf die Zeit schauen. Ich werde hier ein bisschen etwas schneller rüberspringen. Sie wissen natürlich, Wissensmanagement ist hier immer ein großes Thema. Seit Jahren ist es gerade jetzt ein neues Produkt am Markt gekommen, SharePoint Syntax, und parallel dazu Viva Topics. Ja. Und das bringt mich gleich eigentlich zum einen spannenden Thema. Was ist denn eigentlich Viva und was ist mit Viva? Ja. Und ich würde mal sagen, ich glaube, die Gartner-Studie kennt auch Microsoft mittlerweile, und dieser Experience-Plattform-Kuchen, ja, ich glaube, da möchte Microsoft auch mitschneiden und hat hier Viva ins Leben gerufen als Antwort auf eine Employee Experience Plattform. Und da gibt es verschiedene Teile. Manches hat es schon in ähnlicher Art und Weise immer schon gegeben in diesem Microsoft-Umfeld. Aber ein Produkt möchte ich hier besonders hervorheben, und das ist Microsoft Viva Connections. Weil ich glaube, das ist in einer gewissen Art und Weise zumindest vergleichbar mit manchen Teilen von Stuffbase, aber eigentlich auch wieder nicht. Ich glaube, Microsoft wünscht sich das, dass es hier da wirklich gut gegenüber positioniert, aber aus unserer Sicht ist es jetzt noch nicht. Ja. Also Microsoft Connections ist im Grunde genommen eine Integration von SharePoint News, von Yammer, als Social Intranet, in Teams. Also quasi eine Teams-App und integriert hier verschiedenste Quellen. Und jetzt kann man sagen, naja, macht das überhaupt Sinn? Warum gehe ich dann nicht gleich in SharePoint oder in Yammer? Ich glaube, Microsoft geht diesen Weg, um wirklich alles in diesen Teams zu vereinen und dort diesen Hauptzugangspunkt zu machen und wirklich alle Systeme zu integrieren. Und abschließend könnte ich mir auch noch vorstellen, dass es nicht dabei bleibt, hier nur SharePoint oder Yammer anzubinden, sondern ich glaube, Microsoft beginnt jetzt erst wirklich hier zu investieren. Und darum heißt es auch Connections, Viva Connections. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch für Stuffbase künftig interessant sein wird, hier einen Connector zu Viva zu erstellen, um auch dort sozusagen den Newsfeed hier reinzubringen. Genau, aber da wird man eben sehen, wie sich das entwickelt. Wie du sagst, das ist ja alles noch sehr neu. Manche Fachartikel schreiben, ob das nicht alter Wein in neuen Schläuchen ist. Aber wir werden sehen. Eine Frage war noch, Stuffbase funktioniert auch ohne Microsoft? Ja. Aber Microsoft nicht ohne Stuffbase, da würde sich Stuffbase freuen. Nein, es ist natürlich vollkommen unabhängig. Und wenn ich SharePoint Internet als App in Teams einbinden kann, why Stuffbase? Gute Frage. Die Frage ist, will ich einmal meine Non-Desk-Worker relativ einfach erreichen? Dann ist natürlich einmal Stuffbase prädestiniert. Und dann ist es auch eine, würde ich fast sagen, ein bisschen philosophische Frage, welchen technischen Anspruch habe ich,
ist das Thema Zusammenarbeiten, Kultur und so weiter wichtig? Oder eben das Thema Zusammenarbeiten oder das Thema Kultur. Aber da könnte man auch da lang diskutieren. Ja. Der Fokus ist definitiv ein anderer, das muss man sagen. Ja. Genau. Wir diskutieren oft mit Kunden, reicht denn da nicht der SharePoint, brauche ich dann die App? Aber wenn sie einmal auch gefühlt haben, wie sich die Stuffbase-App am Handy anfühlt und wie man dort noch News erfassen kann, also da kann einfach, und das muss ich auch als SharePoint-Evangelist zugeben, da kann SharePoint nicht mithalten. Das funktioniert einfach wirklich sagen und absolut gut und zielführend. Ja, 3 minutes to go. Ja, so könnte ein, aber das haben wir eh auch schon vorher kurz angesprochen, KISS, Keep It Super Simple, ein Employer Experience Intranet soll total einfach zugänglich sein für meine Zielgruppen, weltweit, lokal, wo immer. Ich kommuniziert dort das, was wirklich für die Leute wichtig ist. Die können sich das abonnieren oder auch nicht und so weiter und so weiter. Und eben das Branding, Mehrsprachigkeit natürlich, Übersetzungsprogramme von Microsoft Tools zum Beispiel. Also wird ein Microsoft Übersetzungsprogramm eingebunden. Also sicher spannend und hat sich absolut in ein voll verwertbares Intranet weiterentwickelt. Das bin ich schon überzeugt. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Die Dokumentation wird sowieso zur Verfügung gestellt. Auch heute am Vormittag schon angesprochen, kurz noch vom Martin Böhringer, das Thema E-Mail, Newsletter, wie das eingebunden werden kann. Hier haben wir eine kurze Übersicht, auch geklaut von Stuffbase, aber sehr einfach, wie ich Stuffbase und die ganze Microsoft-Umgebung, oder nicht die ganze, die für das Thema wichtige Microsoft-Umgebung wie Yammer, SharePoint und so weiter zusammenfügen kann. Da gibt es viele fertige Schnittstellen. Auch Microsoft hat inzwischen Funktionen für Stuffbase, weil sie natürlich auch sehen, dass das Thema wichtig ist. Und macht es sehr einfach inzwischen, da dem Kunden, dem User das Bestmögliche zu bieten. Und um das geht es am Ende des Tages nicht. Dass ich die Informationen habe, die zu Unmengen in Unternehmen vorhanden ist, am richtigen Fleck rechtzeitig den richtigen Leuten zur Verfügung zu stellen. Auch da gab es einen schönen Satz, die Dinge richtig tun und die richtigen Dinge tun, das gilt auch natürlich hier. Ja, Punktlandung 15:39 Uhr. Hast du noch eine Folie? Wir hätten noch etwas ein paar Sekunden Zeit für Fragen. Es gibt noch eine Frage, werden Texte in andere Sprachen übersetzt? Ja. Gilt für beide Tools, kann man sagen. Es gibt 35 Sprachen inzwischen, die man schon in der App verwenden kann und das gut funktioniert. Genau. Super, dann möchte ich mich sehr herzlich bedanken. Nachmittag, trotzdem haben wir noch eine gute User-Anzahl bekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind noch etwas hier auch im Chat erreichbar. Wir bleiben noch hier. Genau. Also wenn es Fragen gibt oder Anregungen und Feedback, bitte gerne. Ich freue mich auf weitere Gespräche. Ja, dann viel Erfolg weiterhin Ihnen allen und einen schönen Frühling endlich. In Wien immerhin einmal 18 Grad. Hitzewelle. Genau. Vielen Dank und auf Wiederhören. Wir schwitzen im Homeoffice in Wien. Immerhin. Na schau, gibt es doch einige Österreicher hier. Freut mich. Welche Sprachen bietet Stuffbase? Das kann man auf der Website sehen. Es sind so um die 35, die most wanted, würde ich sagen. Also alles, was europäisch ist. Dann gibt es Mandarin und Altchinesisch und so weiter. Also die wichtigsten Sprachen, ohne da jetzt an Bedeutung dem zu geben, sind vorhanden. Aufwand, redaktionelle Inhalte einzubauen, Stuffbase Viva, kann ich noch nicht ganz beantworten, weil ich Viva noch nicht kenne. Redaktionelle Inhalte einbauen. Also bei allen gilt, never do the same thing twice. Also
mit Schnittstellen das Verbinden ist immer wichtig, dass man schaut, wo kommt die Quelle her, und wenn die zum Beispiel aus einem Teams oder SharePoint kommt, in Staffbase einbinden oder vice versa, hat dann immer wieder auch mit Lizenzen zu tun, wenn man es in SharePoint hineinschicken will. Aber grundsätzlich gibt es gute Schnittstellen, und das wird sicher auch für Viva geben. Aber ich habe Viva live noch nicht gesehen, nachdem es noch ganz neu ist. Das müssten wir uns einmal anschauen. Wir haben jetzt, glaube ich, Gerald eine Testversion bekommen, gell? Genau. Das werden wir uns einmal anschauen und können das dann dem Herrn oder Frau Ebeling auch gerne nachträglich, unsere Kontaktdaten sehen, dann beantworten. Genau. Muss aber auch ergänzen, also Viva an sich ist kein redaktionelles Tool. Ja? Also die Inhalte entstehen nicht, ja, stehen sondern nicht die entstehen im Yammer oder SharePoint oder vielleicht künftig auch in anderen Tools. Und Viva fasst diese zusammen in eine Art personalisierten Dashboard, kann man sagen. Ja. Das ist momentan der Funktionsumfang, aber wir wissen selbst noch nicht, wie sich das auch weiterentwickelt. Ja. Frau Ebeling. Ah, die Frau Ebeling. Sehr gut. Super. Ja, wenn es noch Fragen gibt, unsere Kontaktdaten sollten auf der vortragenden Liste sein, wenn ich das richtig sehe. Sonst kannst du noch eins weitergehen, Gerald, weil dann ist nämlich dein E-Mail zu sehen, glaube ich, oder meins, genau, und deins. Da wären unsere Kontaktdaten, also gerald.werner@smartbank.at oder mein Name ist peter.kubesch@smartbank.at, gerne auch Fragen an uns schicken. Dann können wir auch die Präsentation zuschicken, wenn Sie wollen. Und Sie finden uns natürlich auch auf LinkedIn und genau. Mich auch auf Instagram und Facebook, wenn Sie wollen, aber grundsätzlich auf LinkedIn, genau. Okay, gibt es noch Fragen? Weil dann würden wir uns verabschieden und wünschen noch einmal viel Erfolg, noch spannende Vorträge, und ja, vielleicht hören wir uns ja auch thematisch wieder. Wir stehen auf alle Fälle zur Verfügung. We'll be right back.